Ja, was geht, Leute? Und heute will ich darüber reden, wie wichtig es ist, die richtige Musik für euer Projekt zu finden. Auf geht's! Als Beispiel zeige ich euch zuerst das Video, wo ihr sehen könnt, wie wichtig das ist, die richtige und passende Musik für euer Video zu finden und wie die Musik das Ganze nochmal unterstreicht. Also schaut erstmal das Video und dann machen wir weiter. Ja, wie ihr gesehen habt, was die Musik einfach so ausmacht und wie ihr durch die Musik euer Film, Kurzfilm, Imagefilm, Vlog, das ist egal, also wie ihr dadurch das Visuelle einfach hervorheben könnt. Und die Musik zu finden, das kann von mehreren Stunden bis zu mehreren Tagen in Anspruch nehmen. Also das sind die Seiten, ihr könntet die sehen, wo ich meine Musik hole für meine Projekte. Natürlich kosten die ganzen Leistungen Geld. Aber ich bin fest davon überzeugt, also man kann, wenn ihr gute Musiker habt, Freunde, die euch ständig Musik machen können für eure Videoprojekte, dann ist das kein Problem, dann könnt ihr das organisieren. Wenn man aber versucht im Internet die Musik kostenlos zu finden, die richtig gut ist. Also es gibt ein paar Seiten ab und zu, die haben teilweise gute Musik, aber das ist sehr selten der Fall. Also man kann, der YouTube hat auch eigene Musikbibliothek oder Audiothek und ich weiß nicht, also für den Anfang ist das gut, aber wenn ihr das Ganze professionell machen wollt, das funktioniert einfach nicht. Weil das Audio einfach, also die Musik, die bringt einfach nicht das, was es bringen soll. Natürlich muss man bezahlen. Also es gibt nichts im Leben kostenlos. Wenn ihr versucht, kostenlos das Beste, also das ist, ich stelle immer wieder fest, die Leute wollen nichts bezahlen, aber immer das Beste haben. Aber das funktioniert im Leben nicht so. Von daher, also wenn ihr gute Musik haben wollt, dann müsst ihr auch bezahlen. Das ist das eine. Und das andere ist, ja, das kann sehr lang. Also es kann auch so sein, dass ihr habt ein Projekt, ihr macht die Musik, Seite auf, drückt drauf und findet das richtige Lied oder die richtige Musik auf Anhieb sofort. Aber es kann auch passieren, ich hatte schon ein paar Mal, oder nicht nur ein paar Mal, das war auch so, dass ich einfach teilweise bis zu einer Woche nach dem richtigen Sound gesucht habe, weil das Ganze einfach nicht funktioniert hat. Sobald ich das Ganze dann gefunden habe, ich schicke es natürlich an den Kunden, ich schicke ihm ein paar Vorschläge und sage also für mich persönlich, ist diese Musik richtig cool, was sagt ihr? Also auf jeden Fall mit dem Kunden absprechen, das ist ganz wichtig, weil ihr könnt die Musik richtig gut finden, aber im Endeffekt sagt der Kunde, nee, das passt nicht zu unserer Firma, das passt nicht zu meinem Image und und. Also von daher, das ist ganz wichtig, dass ihr das mit dem Kunden absprecht. Ja, sobald ihr die Musik bekommen habt, beziehungsweise sobald ihr das grüne Licht von dem Kunden habt, dann könnt ihr loslegen. Wie aber schon davor gesagt wurde, oder wie ich gesagt habe, das kann sehr lang dauern, bis ihr die richtige Musik gefunden habt. Regel ich das? Also, das ist natürlich eure Zeit, eure Arbeitszeit. Also, das ist nicht einfach so, dass okay,
das mache ich und fertig. Nee, das ist eure Arbeitszeit. Und ich habe mir festgelegt, dass für jedes Projekt, also wenn es nur ein Lied ist, dann ist das die Pauschale, also einfach Musikpauschale. Die Kunden bekommen dann die Musiklizenz für ihren YouTube-Channel oder also bei manchen Seiten, das Coole ist, dass man bei manchen Seiten sogar für das Kino oder für den Fernseher die Lizenz erstellen kann. Auf jeden Fall bekommt der Kunde die Musik, nicht die exklusiven Rechte, also natürlich können es auch die anderen benutzen, aber nichtsdestotrotz, der Kunde wird keine Probleme mit der Lizenz haben. Der darf die Musik benutzen, also der bekommt die Musik in sein Video und der bekommt die Lizenz dafür und der kann es überall nutzen. Ich nehme einfach pro Lied eine bestimmte Pauschale, ihr könnt selber festlegen, welche, also was eure Zeit wert ist, aber ich habe so für mich entschieden, dass das ist meine Zeit, die ich investiere, also in dieser Zeit kann ich auch andere Projekte bearbeiten, aber nee, ich muss nach der Musik suchen. Von daher gibt es eine bestimmte Pauschale für die Musik, für das Projekt. Wenn die Kunden natürlich mehrere Lieder haben wollen, dann beziehungsweise sind mehrere Videos, für die Musik gebraucht wird, da bekommen die natürlich dann einen anderen Preis. Und natürlich kann man noch verhandeln, natürlich, wenn man sagt, okay, der Kunde hat 10 Videos, ich brauche 10 verschiedene Lieder, ich schmeiß das Ganze zusammen und der Kunde bekommt die Musik für den Preis. Fertig. Ja, das ist das, was ich zu der Musik sagen wollte. Aber es gibt noch einen kleinen Punkt und das besprechen wir im nächsten Video. Und der Punkt lautet, der Kunde hat gesagt, okay, ich finde die Musik geil, wir machen zu der Musik mein Video. Ihr habt das Video fertig gemacht, ihr schickt es an den Kunden zurück und der Kunde sagt dann, richtig geil, können wir aber die Musik ändern. Ja, und darüber reden wir im nächsten Video. Wir sehen uns nächste Woche.